Oh, jemine. Abri, abri, abri. Nein, nicht. Hallo, Schwester. War ich das etwa? Viel Spaß. Wieder ein neues Video. Entweder oder. Mit der fantastischen Carlotta Pahl. Und Santiago Ziesma. Teil 2. Fünf Minuten in einem Raum mit 50 Spinnen oder 10 Minuten in einem Raum mit 50 Bienen? Ach du Heiliger. Ich nehme lieber die Spinnen, die tun mir nichts. Die Bienen sind, na, die Bienen können nicht stechen. Die Spinnen tun ja nichts. Es ist nur diese. Diese Fetten, die können dich beißen. Aber du, die Bienen sind unangenehmer, die Bienen stehen lassen. Also 100 pro. Also ich bin für die Spinnen. Ich kann auch direkt ins Dschungelcamp, ne? Ich weiß nicht, also ich hasse Spinnen leider, obwohl ich eigentlich gar nicht verstehe, warum. Und du weißt, wie nützlich die sind, ne? Das sind ganz nützliche Tiere. Stimmt. Aber vielleicht wäre es ganz gut, um die Angst zu überwinden. Also das macht man ja auch in der Therapie. Stimmt, richtig. Deswegen, ja, gut, dann würde ich auch die Spinnen nehmen. Ich bin mal mutig. Und wie gesagt, tut nicht so weh wie die Bienen. Tut nicht so weh. Oder du sagst, ah, ich würde gerne mal gestochen werden. Meinst du, da stehen manche drauf, naja. Ja. Gut, reicht dann auch. Eine große Party mit vielen Freunden feiern oder einen gemütlichen Abend mit engen Freunden verbringen? Ich habe nur ein paar enge Freunde. Mir wäre es lieber mit einigen wenigen guten Freunden als so hier Big Party, jeder kann kommen. Nee. Ja, und vor allem so große Partys, das ist ja eher so. Und du hast von den einzelnen Personen ja auch nichts. Und wenn du im kleinen Kreis bist, hast du viel mehr von denen. Ja, ich finde so Deep Talk sowieso viel cooler als so einfach nur tanzen und trinken. Ja. So singen, ja. Kleine Runde. Nie wieder stehen können oder nie wieder sitzen können? Nie wieder sitzen. Ich finde das cool, wenn man so aktiv ist. Man kann sich ja anlehnen oder. Und stehen ist, glaube ich, im Leben öfter wichtig, als sich hinzusetzen. Also. Ja. Ja, wir sind Stehaufmännchen, Frauchen. Oder im Rollstuhl schieben geht auch. Mhm. Und wieder zum Baby. Aber. In der Karre. Okay, na gut, stehen. Mit jeder Aussage lügen oder mit jeder Aussage die Wahrheit sagen? Freunde lügen nicht. Ich würde natürlich nicht lügen. Nein. Wir sind knallhart, wir stehen das durch. Wir ertragen das, wie die Leute auf die Wahrheit reagieren, wenn wir immer die Wahrheit sagen. Okay. Oh, weia. Ja, aber wir bewerten ja nicht. Von daher ist es ja, positiv. Aber das wären harte Zeiten für die anderen. Vor allem für mich, ne? Und wenn ich ähnlich ja, für die anderen, ja. Carlotta, ich hasse dich eigentlich. Oh! Das glaube ich jetzt nicht. Habe ich dich ertappt? Nein. Bitte weiter. Okay. Gute Frage, nächste Frage. Alles in eurem Leben immer heiß oder immer kalt? Also Kälte ertrage ich schwerer als Hitze. Ja? Ja, ich würde doch lieber sagen heiß. Also Kälte, ich bin sehr kälteempfindlich. Ich bin Sommerkind, ich bin im Juli in Spanien geboren. Also ich bin ein absolutes Sommerkind. Du hast mir letztens dein Bild gezeigt, ne, wie du gewandert bist. Ja, also mit Kälte komme ich nicht so gut klar. Ja. Ich weiß es nicht, irgendwie, ich bin Herbstkind, so. Bei mir ist es so dieses Mittelding, ne? Zwischen warm und kalt. Siehst du, also es gibt nicht nur immer entweder oder. Aber ich meine, man kann ja, wenn man in der Hitze ist, kann man ja auch in so Kältekammern rein oder so. Dann hat man den Ausgleich. Naja. Oder aber geht das noch nicht? Das ist die Frage, entweder dauerhaft heiß oder dauerhaft kalt. Pech. Aber dauerhaft kalt? Nee, da würde ich erfrieren. Nee. Nein. Ja, ich würde auch dann heiß sagen. Hot and sweet. Mhm. Oho. Jetzt wird's heiß. Ist das so? Oh ja. Können wir schon mal dran gewöhnen. Okay. Den Welthunger beenden oder den Weltfrieden sichern? Ja, aber ich glaube, wenn alle im Frieden sind, dann ist der Hunger ja auch vielleicht nicht mehr so groß. Weil der Hunger ist ja unter anderem eine Folge des Krieges, nicht? Es gibt auf der Welt ja genug, es könnten alle satt werden, es ist nur halt schlecht verteilt. Und ich denke auch, wenn wir dauerhaft Frieden hätten, wäre das andere kein Problem. Ja, wenn alle. Was nutzt es uns, was alle zu futtern haben, wenn sich trotzdem alle die Köpfe einhauen und das weiter Kriege gibt?
Ja, wenn also Frieden herrscht, gönnt man ja auch mehr und verteilt. Und das meine ich, weil wie gesagt, von den Ressourcen her würde es ja für alle reichen. Das ist halt nur beschissen verteilt. Ja. Also sind wir für den Frieden auf jeden Fall. Ja. Jede Speise nur noch süß oder nur noch scharf? Nee, mit scharf komme ich ja nicht. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Süß. Dann süß. Da müssen wir durch. Wir mögen süß, ne? Ja. Ja. Wir sind sowieso süß. Natürlich. Ja. Sieht man und hört man auch. Den Geschmackssinn verlieren oder farbenblind sein? Farbenblind. Ich möchte lieber alles schmecken. Also wenn etwas zu essen, was ich nicht schmecke, ist ja furchtbar. Und ob die Farbe nur blau oder grün ist oder was. Ich habe früher auch schwarz-weiß fern gesehen. Also bin davon nicht umgekommen. Also ich weiß es nicht. Ich gucke schon echt die gerne. Die Farben sind ja aber wichtiger als dass das Schmecken, dass das ein Geschmackssinn ist. Keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja auch interessante Konsistenzen, aber natürlich ist es, ja doch, ich glaube, ich würde auch sagen, Essen ist schon, also der Geschmack ist schon besser, aber ich gucke halt auch echt gerne. Naja, weil wenn man jetzt sagt, entweder oder, also auf eins muss man verzichten. Ja, ja. Ja gut, ist zwar hart, aber okay, dann würde ich das so sehen wie du. Ich glaube auch, ja. Ja. Burger oder Chicken Wings? Naja, also ich esse ja kein Fleisch, deshalb Burger ohne Fleisch. Ein veganer Burger. Gibt's ja, so Veggie-Burger. Ja. Gibt's ja, guck mal, siehst du? Ja. Da nehme ich die Chicken Wings. Siehst du, wieder ausgeglichen. Wir werden nicht verhungern, wenn wir zusammen unterwegs sind. Kommen wir uns nicht ins Gehege, siehst du? Nie wieder Wasser trinken oder nie wieder Saft trinken? Nie wieder Saft. Ja, weil ohne Wasser verdursten wir, das geht ja gar nicht. Ne? Und ja. Saft ist ja nur ein beliebiges Getränk. Aber geht es jetzt um so frischen Saft oder so Supermarktsaft? Anyway, aber wenn die Entscheidung ist, Wasser oder irgendein Saft, egal was das für ein Saft ist, dann würde ich immer sagen Wasser, weil das ist elementar, nicht? Das gehört zu den Grundelementen. Ja. Wasser, Luft, Feuer, Erde und ohne Wasser. Also was nutzt uns der Saft hier? Da ist noch Wasser drin, aber der kommt ja irgendwann aus den Ohren raus. Ja, klar. Und Wasser ist immer neutral, ne? Gut, wir sind bei Wasser. Ja. Wurst oder Bacon? Gar nichts. Ich bin lost. Vegan Bacon oder vegane Wurst. Genau. Aber ich bin großer Freund von richtig schönen Bacon. Ja, war ich früher aber auch. So schön salzig und so. Ja, der schmeckt auf jeden Fall besser. Obwohl Wurst gibt es halt so viele tausend Sorten. Weißwurst. Schöne. Und vor allem, da kann man ja auch mal variieren und wechseln. Ja. Aber ich liebe Bacon. Donuts oder Muffins? Donuts. Ich habe irgendwie nie so viele Donuts gegessen. Eher Waffeln war das zweite? Nee, Muffin. Ich glaube Muffin würde ich tatsächlich. Aber auch nur, weil ich nicht so viel Donuts gegessen habe. Guck mal, wieder ausgeglichen. Ja. Gefällt mir. Siehste, nehmen wir uns nichts weg. Mhm. Schnitzel oder Spaghetti? Ja, bei mir ist ja dann eindeutig. Schnitzel. Sorry. Aber interessant, dass wir überhaupt ein Restaurant gefunden haben, wo wir beide was finden, ne? Gestern? Ja. Der Türke. Das ist crazy. Da finden wir was. Aber wie gesagt, bei dem Inder hättest du auch was wegen Schuss gefunden. Ja. Also. Schönes Masala. Der arme Kollege wollte nicht indisch essen und das wollte man ihm nicht antun. Mensch, Michael, ey. So, das war jetzt am Rande was Privates. So. Grüße gehen raus. Weiter bitte. Frühaufsteher oder Nachtmensch? Nachtmensch. Oh, mein Trommelfell! Wie laut! Allein dieses Wort Frühaufsteher, da zitter ich am ganzen Körper. Also ich muss ja sagen, es gibt ja immer diese Reels, wo so alles so voll perfekt machen. So morgens voll früh aufstehen, direkt irgendwie rausgehen und alles. Finde ich ja cool, würde ich gerne können, kann ich aber irgendwie noch nicht so richtig. Ich gehe dafür zu spät ins Bett. Ich mache halt Musik zum Beispiel auch immer nachts. Ich bin eine Nachteule, auch über die langen Jahre immer abends mit Theater spielen. Mhm. Wenn du von der Vorstellung kommst, mit den Kollegen noch was trinken gehst, bist du zu Hause, bist du oder so. Das wird immer spät und da bin ich immer voll da gewesen. Und da war die Energie und die habe ich früh morgens um 5 oder 6 nicht. Nee, okay. Never. Buch oder Film?
Würde gern mehr lesen, als ich tue. Aber ich gebe auch zu Film. Film. Ja. Ich würde auch gern mehr lesen. So, eine letzte Frage noch. Okay. Sommer oder Winter? Sommer. Sommer. Wie gesagt, bin ich ein Sommerkind. Ja. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ich danke euch und dir und allen auf dieser Welt. Tschüss. Ciao. Oh, schade, das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet. Es ist auch kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Juhu!